kommen wir nochmal zum Unboxing der BD Sleeved Cable oder Cable Mod, so ähnlich. Und alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt, hier wieder auf Darkies Hardworld. Hier ist euer Darkie. Ja, ich wurde noch mal gefragt, die BD, hört sich komisch an, Sleeved PC Cable Expeditionsverlängerungsset, also das heißt Sleeve-Kabel, die hier verbaut sind im Thor's Hammer. Die möchte ich doch noch mal im Unboxing zeigen. Also da bin ich hier von ein paar Leuten angesprochen worden in der Nähe und die hat sich das Video angeschaut. Ein bisschen kurz und jetzt vielleicht machst du noch mal kurz das Unboxing, gehst noch mal auf YouTube, gehst du noch mal auf Amazon und zeigst ihn. Zum Preis derzeitig 39,99. Das packe ich euch dann sowieso in die Videobeschreibung. Ich will aber nicht so lange quatschen. Machen wir noch mal ein kurzes Unboxing, was da drin ist, damit ihr das auch sehen könnt und auf vielfachen Wunsch will ich doch gerne Wünsche nachkommen. In diesem Sinne will ich jetzt nicht weiter quatschen. Geht ab zum Sleeve-Kabel Unboxing Hardware-Check. Heute schauen wir uns den Black Deck Premium Cable Kit an. Der soll nach dem Rechner verbaut werden. Was ist dabei? Das Gute ist hier schon, die sind schon fertig, die sind aus Alu. Ja. Und sehr günstig. Wir haben einmal das 24-Pin. Dann haben wir einmal einen 6-Pin, ich muss nur noch mal sortieren, einen 8-Pin, die beiden sollen für die Grafikkarte sein und hier ist noch mal ein 6-Pin, das könnte auch Grafikkarte sein und das sind die Verlängerungen, also 6, 2x8 und ein 6er und hier haben wir dann noch mal 2, 8 und ein 4-Pin für die CPU. Ich finde die cool, weil die sind schon richtig schön gemacht und die sollen heute dann auch verbaut werden. Das sehen wir dann später alles im kompletten Rechner. Und dann kriegt er dann zum Schluss meine Endbewertung. Schönes Unboxing, kleines Unboxing, aber echt absolut top gemacht und das zum günstigen Preis, keine 90 Euro oder so. So, hier nochmal zu den einzelnen Längen, falls ich das vergessen habe, ist ein qualitativ hoch Premium Sleeve Cable Expansionskit, ne? Und zwar inklusive eines 24-Pin Verlängerung, saubere Durchführung, da steht dann auch nichts mal, hier haben wir das nochmal die Längen, einmal 24 300 mm, also nicht so gut, einmal 8 und einmal 4 in auch nochmal 300 mm und zweimal PCI 8 Pin Express plus einmal 6 in 450 mm. Und ist 4 mm robustes Premium Sleeve Kabel. Also in den Produktbeschreibungen steht da jetzt also nicht mehr allzu viel drin. Weitere Produktdetails finden wir hier nochmal. Ja. Das Ganze ist von Black Tech Design. Tolle Geschichte. Finde ich nicht schlecht und zum Preis, da können wir uns nicht beschweren. Ne? Man braucht jetzt auch diese Abkehr oder den Kabelkamm nicht mehr, alles schon dabei. Tolle Geschichte. Ich war froh, die gefunden zu haben. Link-Up macht sowas auch, aber ich fand die jetzt am schönsten. Ne? Aber ich will nochmal schauen, ob man die nochmal in einer anderen Ausführung kriegt, weil wir haben hier nur die, ne, diese hier in Blau. Na, und leider sind das ein bisschen wenig Farben, aber ich gucke noch mal rein. Und es ist doch, hier haben wir noch mehrere. Das ist die, einmal Black Tech Design. Okay. Habe ich gar nicht gesehen. Haben die das alles umgemodelt? Nee, ist immer noch das Gleiche. Also, da müsst ihr echt euch ein bisschen durchkämpfen, ne? Hier sind wir dann noch jedes Mal immer die einzelnen Farben. Da muss man sich dann durchkämpfen. Ich paule euch die alle rein. Blue White. Extra Hüllen. Also, es, ich schaue noch mal hier noch mal Red. Okay.
Alles wieder verworren. Und Blue, Grey, White. Und hier Graven. Naja, die haben es nochmal einzeln aufgelistet. Leider gibt es meine Form wohl nicht mehr. Hier nochmal ein Blick auf die Steve-Kabel. Na, dass man das mal in den eingebauten Zustand, da oben sind sie dann nochmal verbaut. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen, dass durch die RGB ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, ich packe euch das, wie gesagt, in der Videobeschreibung und wir schauen uns gleich, sehen uns dann gleich auf meiner Endbesprechung. Also wie man sieht, die Dinger sind echt super. Allein schon die Alus, die da, also die anderen Klemmen, das hat man auch nicht immer. Und hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis für 40 Euro da. Können sich andere Firmen noch eine Schmarre von abschalten leihen. Gibt auch verschiedene Farben. Momentan sind die Farbauswahl das nächste. Ich habe da noch ein bisschen mehr. Die in Grau, die haben sie momentan da irgendwie nicht. Na, und zu den Längen, es sind alle Längen dabei. Jetzt momentan ist das so ein bisschen mager mit der Farbauswahl. Na, müsste man noch mal genauer nachschauen. Also meine gibt es wohl gerade wohl nicht zu kaufen. Warum auch immer, das war irgendwie doch noch ein bisschen größer, mehr. Ne? Naja, auf jeden Fall tolle Geschichte. Hier stimmt wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann die Dinger nur weiterempfehlen. Der Rechner ist ja schon länger fertig. Und deswegen, ne, dachte ich, und auf Wunsch mache ich das nochmal. Finde das Ganze natürlich wieder in der Videobeschreibung, wie üblich. Ne? Wäre schön, wenn du den Affärs-Links benutzt, damit supportet ihr den Kanal. Oder da stehen auch noch mehr Links drin. PayPal oder Werbung für unseren Fanshop. Da könnt ihr auch gerne besuchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, dann lässt doch bitte ein Abo da oder drückt den Daumen in die richtige Richtung. Darüber freue ich mich. Leute, wir entschuldigen, wir haben hier eine Straße dran und es ist recht warm hier oben. Gut, ich sage tschüss und bye bye, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns hoffentlich wieder zum nächsten Gaming-Software- oder Hardware-Check. Nächste Video ist natürlich am Start, wie üblich, wir haben noch reichlich und dann geht es auch fröhlich weiter mit unserer Reihe für die neue für Thor Summer. In diesem Sinne sage ich tschüss und bye bye, ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Zähl auf euch. Hardware-Check.